Ja, guten Morgen, die Herren. Moin, Kevin. Moin, Kevin. Sind Sie heute voller Tatendrang an diesem wunderschönen Ja, Tag? Harndrang habe ich gehabt. Harndrang? Nee, das meine ich jetzt nicht. Herr Finch, wie sieht es bei Ihnen aus? Stuhlgang. Stuhlgang. Ja, es muss nämlich heute fluppen, weil wir wollen heute ein Parkhaus Da ist bauen. es. Ja, fluppen wolltet. Und Parkhaus? zwar suche ich mal eben hier. Ja, suchen Sie mal. Das neue Parkhaus, das gibt richtig Geld. Und ich würde sagen, wir nehmen den Auftrag mal an. Ja. So. Wo ist denn der Vorarbeiter? Aber So, schon unter der dann. Baustelle. Baustelle, was ist eigentlich mit mir los? Der Ich weiß Harndrang, nicht, der Herr Hoxton, Harndrang. was haben Sie? Haben Sie das Wochenende noch nicht so gut verlebt oder wie sieht's Das aus Schlimme ist, bei ich hab's Ihnen? verlebt, das ist das Schlimme. Ach so. Moment, Aufträge, ich guck mal eben, was wir alles brauchen. Baggern. Wir Stopp, brauchen Bagger. stopp, stopp, Chefin. Baggern. So, pass auf. Baggern. Boah, wir müssen nur baggern. Wer Baggern. baggert denn von Ihnen? Baggern. Baggern. Ja, pass auf. Dann brauchen wir Armierungseisen. Armierungseisen. Irgendwann ist okay, das brauchen wir später. Also wir fahren am besten mit dem Bagger Leute, und 18 Sch Arbeitsschritte. ja, es wird viel. Folgendes. Wir nehmen jetzt mit, ich muss mal eben was gucken. Gießen müssen wir auch. Ja, das ist ja alles schön und gut. Pass auf, da wir ja so wahnsinnig viel baggern müssen, ne? Ja. Wer fährt denn jetzt? Müssen den Bagger haben wir den schon aufgeladen? Der Wieder Bagger ist auf dem einge. Hänger, ja. Ist da drauf, ne? Den Hänger haben Sie in der Hose, Herr Finch, aber das ist ein Anhänger, ja? So. Oder ein Dann Tiefladeranhänger, würde ich genau. vorschlagen, Chefin, Ja, Sie bitte. nehmen den, weil wir die Erde, die wir ausbaggern, die schmeißen wir nicht weg und die verkaufen wir. Das gibt ja Geld. Genau, Dann Herr würde ich Hoxton, das fast ist sehr gute vorschlagen, Idee. die fahren mit dem roten Kipper Ja. zur Baustelle. Und ich komme mit dem Finchi und dem Bagger hinterher. Kann der Herr Finch dann vielleicht den Kranwagen nehmen und dann den Kübel schon mal dranhängen? Dann haben wir den auch schon mal da, weil den Kranwagen brauchen wir für die Armierungseisen. Ja, aber Oder ja, dann hätten wir den Kübel sprechen schon wir mal da. gleich. Das besprechen wir gleich. Ach ja, weil wir haben ja eigentlich den Baustoffhandel hier. Das wäre ja Korrekt. Quatsch. Dann, ja, haben Sie recht. Dann machen wir das so, wie Sie Okay, dann gesagt mal haben, Herr los. Hoxton. Okay, Okay. komm, Finchi. Da kann ich ja die orangene Zugmaschine nehmen, ne? Ja, Oder muss sie ich soll mit den? dem Roten schon mal vorfahren, hier, mit dem Wagen hier. Ach ja, genau, ja, das war das. Und ich mache mit dem Finchi. Sonst hätte ich mir noch den Muldenkipper, den Aufsatz, die Aufleger genommen und hätte wir Nee, den mit brauchen wir zwei. nicht. Nee, das ist unnütz. Ich glaube, das ist un. Oder? Wir müssen viel baggern, Ja, ne? deswegen, da Pass können auf. wir. Dann nehme ich mir eine Zugmaschine und ich Ja, nehme. genau, und ich packe mir den Dings. Genau, und du nimmst den Bagger. Alles klar. Das ist eine sehr gute Idee, die Herren. Haben wir den? Wo ist denn hier die Muldenbums? Ach da, okay. Können wir nämlich direkt mit zwei Kippern fahren? Ja, wenn wir zu dritt sind, ist das auf jeden Fall gut. Vielleicht nehmen wir ja den Raupenkran, um zu gießen. Ja, müssen wir gucken, wenn wir den da aufstellen können, ne? Ja, Ich habe die eben, Baustelle eben. noch Aber nicht der wird uns gesehen. doch geliefert, ne? Ja, aber wir müssen ja trotzdem erstmal eine Plattform haben, wo wir den Ja, gut, hinstellen das ist das können. kleinste Problem, glaube ich. Wir gucken gleich mal. Ich guck mal erstmal, wo wir hier hin müssen. Das wird mal überraschen. Ein Parkhaus in der Stadt. Oder ist sie direkt um die Ecke? Ja, umso besser, ne? Ja. Ah, ich sehe es schon. Ja, das ist wirklich nicht weit weg. Wir haben alles sehr nah. Wege Das sind ist kurz. neben der Tankstelle. Oh, neben der Tankstelle. So, ich guck mal eben, ob der gesichert ist. Hey. Ja, und ich guck mal, wie der hier die Baustelle hier. Oh, da wird aber ein großes Ladung Parkhaus ist gebaut. gesichert. Ich komme jetzt. Können Sie da gleich schon mal den Vorarbeiter ansprechen? Ja, das mache ich auch. Mal eben, wo wir jetzt hier. Auf jeden Fall auf der Baustelle kein Platz für so einen Raupenkran. Das muss er alles manuell machen.
Bis jetzt zumindest. Ich werde den jetzt mal ansprechen hier, unseren Jungen. Komm nicht von der Stille. Hallo Rocklady, unser nächster Auftrag ist der Bau eines neuen Parkhauses. Ich hoffe, dass du motiviert bist. Ja, klar bin ich motiviert. Was gibt es denn alles zu tun? Sehr gut, neben größeren Erdbewegungen wird eine große Menge Beton benötigt. Außerdem werden viele Spezialteile verbaut und müssen mit dem Kran bewegt werden. Es wird eine Herausforderung, aber bei dir mache ich mir da keine Sorgen. Ja, dann gehen wir es mal an. Okay. Zack. Ah doch, jetzt ist der, jetzt, da könnten wir was hinbauen. Ich guck mal eben. Ja genau, guck mal, ob du den Raupenkran dahin packen kannst. Ob sie, Entschuldigung. Ja. Ich wollte ihn jetzt nicht zu nahe treten. Nein, Flaptop, Schnelleinsatz oder Schnelleinsatzkran 81K. Ich werfe den Flaptop-Kran, ja, okay, weil der halt größeren Ausleger hat. Ja, dann nehmen wir den. Okay, den setze ich schon mal hin. Bin auf dem Weg. Der steht schon. Ja, hier ist eine Menge zum Baggern. Oh Mann. Ja, ich glaube, hier wo ich stehe, kann der Herr Ochsen sich hinstellen mit dem Bagger. Ich muss den Wagen mal hier wegfahren. Ich. Ach, da ist die Baustelle. Ah. Ich würde sagen, der Ochsen fängt hier hinten an, damit er immer noch einen Weg hat, da wegzukommen, beziehungsweise. Ja, ich komme von der anderen Seite aus rein. Ist einfacher. Ich stelle mich dann hier in Bereitschaft hin. Ja, also dann fahren wir nämlich hier, dann wird der Ochsen sich dann hier hinstellen, der fängt hier am rechts an und wir, oder fängt links an und wir fahren immer durch. Mhm. Und dann ab zum Fließwerk. Komm dann nicht rum um die Kurve, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss mal eben kurz einen kleinen Umweg machen. Ja, meine Güte, ist eine Menge zu baggern, wo? Absolut. Doch, der hat schon Sinn gemacht, dass wir mit zwei Kippern fahren. Ja, ich glaube auch, das gibt dann wenigstens ein bisschen Geld. Ich guck mal, wo der Hoxton gerade ist. Ja, ich muss gerade einen kleinen Weg machen hier. Ah, da kommt er von der anderen Seite. Von hinten kommt er. Ja. Da ist er. So. Ich will ihn auch direkt hier ab. Hm. Ich glaube, hier kann ich abladen, ne? Ja. Sieht ganz gut hier eigentlich. Ja, das passt eigentlich. Ja, das sieht gut aus. Warte, ich ziehe noch mal ein Stück vor, damit der gerade steht. So, ich lasse den so stehen. Ja. Wie war das jetzt noch mal? Shift? Shift und C. Ne, das war abgekuppelt. Moment. Gift und C, ne? Mhm. Ja. Und wegfahren. Ja, das war falsch. Ich muss aus dem Bagger, Moment. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Ja, jetzt habe ich nur die Maschine, das ist falsch. Oder war das STRG? Ja, das kann auch sein. Nee. Sagen Sie mal. Ja, jetzt. So, ich zieh mal vor. Ja, bitte. Du musst ihn noch lösen, ne? Oder hast du schon? Hab ich schon. Finde ich wohl super gern? Kann ich auch machen. Ist egal. Ich hatte mir jetzt, ja gut, ich hatte mir jetzt die Zugmaschine, da hätte ich gesagt, da fahre ich mit dem Schiff immer zum Kieswerk. Ja komm, dann bagger ich. Ich bin genau in dem Bereich, wo ich ausbaggern muss, ne? Ja, du, Chefin sagt, du könntest schon mal rechts oder links anfangen davon. Ja. Ja, Chefin, dann kommen Sie mal da raus. Ja. Mach ich das mal. Und wir ziehen dann immer nur nach, kommen von hinten rein und lassen uns voll baggern. Voll ballern? Hört sich irgendwie komisch an. Er bleibt links von mir, ne? Sonst machst du ja den Ausgang zu, das wäre ja quark.
Also Herr Hoxton meine ich natürlich. Ja, wir arbeiten doch schon so lange zusammen. Ja, aber wir wollen das nicht vergessen, Herr Hoxton. Wollen ja förmlich bleiben. Ganz genau. Soll ich noch ein bisschen vorfahren? Dann bleiben Sie mal stehen, bleiben Sie mal stehen. Okay. Gehen wir schon irgendwie hin? Mal eben das Bild ein bisschen, weil ich sehe da nichts. So, Moment. So, so. Ein bisschen aufgeregt. Ach, bleiben Sie ruhig, Herr Hoxton. Wenn Sie beim Krankenhaus sind, wird es viel interessanter. Meinen Sie? Oh ja. Ich fange mal an, ja? Ja, der Gedanke nämlich, dass Sie Menschenleben auf dem Spiel haben, der wird wichtig. Wo habe ich Menschenleben auf dem Spiel? Macht doch gar nichts. Ja, wenn wir nicht richtig arbeiten. Das Gebäude muss da sicher sein. Genau. Dann habe ich da nichts mit zu tun. Ich töte doch niemanden. Ja, aber wenn das nicht sicher ist, das Gebäude, dann... Gucken Sie mal, wenn Sie jetzt noch ein Stück weit darüber fahren, ne? Ja, ich dann brauche ich nur auskippen. Das Leben noch ein bisschen leichter machen, ne? Ja, kommen Sie mal, kommen Sie mal. Warten Sie. Ja, warten Sie. Das sieht doch gut aus. Ja. Ich muss aber noch ein Stück vorfahren, weil das gefällt mir noch nicht ganz. Okay. So, und jetzt geht er los hier. Genau. Mach den Humpen voll. Genau, mach den Humpen voll. Müssen wir sagen, wann ich genau drüber bin, dass ich abkippen kann? Ja, versuchen Sie mal. Perfekt, würde ich sagen. Perfekt getroffen. Weil? Herr Finch, Sie können sich schon mal in Position dahinter begeben, ja. Weil ich werde hier nach vorne wegfahren. Mhm. Effektivität, Herr Fisch. Ja. Effektivität. Genau. Bitte, Herr Hoxton, was hatten Sie jetzt gesagt? Mir war gerade ein bisschen schlecht, weil ich mich so schnell so gedreht habe. Ach so, ich verstehe. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Denn der schnellste Weg zum Kiez werden. Muss man dann. Ja, wir sind ja auf der richtigen Seite. Eigentlich müsste das ja dann hinten. Ja, die Schnellstraße. War einfach nur geradeaus, ne? Achso, da müssen wir da nochmal hoch. Genau, geradeaus ja. Hoch, dann da rechts und oben, einmal links und dann den Berg hoch. Unter der Unterführung an der Schnellstraße drunter her und immer geradeaus und dann sind wir schon fast da. Ja, das sieht schon mal gut aus. Oh, ich habe ausgekippt eben kurz. Okay. Ja, da war ein Förmchen drin, das war ich. Nee, das ist nicht gut. Hauptsache, Sie finden da keine. Ja, Sie wissen schon. Wenn die Erde, was war die? Dann, wenn die schwarz wird, ne, dann wird's gefährlich. Aber das müssen Sie als Baggerfahrer besser wissen. Kohle dann, oh Gott. Oder wenn Sie auf den Boiler stößen. Nein. Wenn die schwarz ist, dann ist das eine gewisse Erde, wo auch noch Sprengstoff verbaut sein kann. Aber ich denke, das Gebiet wurde vorher auf Blindgänger geprüft. Ich glaube nicht. Nee. So viel Geld haben wir nicht investiert. Oh je. Kriegen wir keine Gefahrenzulage, Chefin? Gefahrenzulage, Herr Finch? Sie sitzen doch in einem LKW und Ihnen kann doch gar nichts passieren. Warum wollen Sie eine Gefahrenzulage? Na, wenn so ein Boiler hochgeht, gute Nacht. Was für ein Boiler? Hier ist doch nichts. Hier ist doch gar nicht gebaut, Herr Finch.
Lassen wir es einfach so stehen, Chefin. Okay. Hänge fest. Macht der Hoxen da? Ich hänge fest. Einmal nach links wieder. Ja, ja, würde ich ja gern, aber ich hänge fest. Ich hänge irgendwie fest gerade. Wenn sie jetzt zurücksetzen, dann steht er wieder woanders, ne? Die Schaufel befindet sich in der Erde, das weiß ich auch. Dankeschön, dass du mir das sagst. Ich kann mich nicht bewegen. Ich muss den Eimer zurücksetzen. Ah, passt doch. Griffin, schauen Sie mal nach geradeaus in den Himmel hoch. Was Sie da sehen. Ah, ist Ghostbuster. Ist die wieder da, die Wolke? Oh, ja, ich meinte eigentlich eher unser Firmengelände geradeaus. Ach so, den Kran, ja. Den Rauchen. Ja, wir haben schon Wahnsinn, was wir gebaut haben. Was wir aufgebaut haben, wenn man so überlegt, ne? Das kleine Gelände, wo wir letztens noch vorbeigefahren sind, wissen Sie noch? Da, wo alles angefangen hat. Ja, dass mein Vater so gut erwirtschaftet hat. War doch der richtige Weg, hier hinzugehen. Ja gut, die Aufträge fließen, das muss man wirklich sagen. Also das ist eine sehr gute Sache. So, sie sind bei 11,8, 20 gehen rein, da gehen noch zwei Schiffe. Ich denke mal, bis der Finch voll ist, das dauert dann nochmal dreimal so lange. Aber wie gesagt, das gibt Geld, ne? Das ist ja jetzt nicht so, als ob wir das umsonst machen würden. Ne? Nein, nein, wir kriegen die 4.000 auf jeden Fall. Ob wir die Zuschauern das auch mitnehmen lassen, alles, das müssen wir auch gucken. Ja gut, da ist natürlich die Frage, da wird ja wahrscheinlich noch langweilig, ne? Na, ja, ja. Aber so, dass sie zumindest erstmal den, dass sie den Anfang sehen, was wir hier treiben. Genau. Müssen die Leute sehen, weil gehört ja halt dazu. Ja, sie zuckeln da ganz schön rum. Das ist auch ganz praktisch, weil hier drüben ist gerade Burger King. Da können wir unsere Mittagspause dann verbringen. Oh, ja. Werbung. Ach ja, gut. Ein Schnellrestaurant. Genau. Ein unbekanntes Schnellrestaurant aus den USA. Gibt es eigentlich Schnellrestaurants auch aus den deutschen Landen? Ja, sicher. So richtig? Ja, klar. So eine Hähnchenkette oder so. Ach so, okay, ist das Deutsche. Okay. So eine Schaufel geht da, glaube ich. Ja, ein Stückchen kriegen sie noch von mir. Bleiben sie ruhig in einer Bahn erstmal, sonst machen sie hier alles dicht. Dann fahren sie lieber ein Stück zurück. Oh. Herr Wolski. Moment. Und wie viel noch? 19,4. Ja, den Rest kriegen sie auch noch. Das ist lustig. Eine lustige Zahl. Ich glaube, die bringt mir Glück. Gehen Sie mal schnell Lotto ab. Ja. Ja, ich glaube auch. Gehen Sie mal Lotti. Lotto. Lotti? Ja, ja. Gehen Sie mal ein bisschen mit der Lotti. Sechs Kreuze zum Glück. Ja, wer will nicht so, wie ich das jetzt will hier? Sie machen das schon heraus. Glaube ich, unser erstes Parkhaus, was wir hier bauen, ne? Das ist auf jeden Fall unser erstes Parkhaus. Da haben Sie wohl recht. Gut. Nicht schlecht. So, ich mache mich dann mal auf den Moment, ein Schippchen kriegen Sie noch. Ja, gut. Dann können Sie sich auf den Weg machen. Und ist voll? Ja, ist voll. Ja. Oh, Telefon. Telefon.